Hi, heute habe ich ein Video, da will ich einmal über die Schmerzen im unteren Rücken reden. Und naja, Schmerzen im unteren Rücken haben ja richtig, richtig viele Leute. Und was mir dagegen richtig gut geholfen hat die letzten Jahre, genau, darüber reden wir heute. Was mir gegen Schmerzen im unteren Rücken geholfen hat. Und ja, ich habe da auch schon ein paar Videos zu und bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Da bin ich wieder. Genau, die Schmerzen im unteren Rücken. Und ich habe da sehr, sehr, sehr viele Videos zu. Fühlt sich für mich zumindest so an, weil ich mittlerweile auch sehr, sehr, sehr viele Übungen für mich persönlich angesammelt habe, die mir da helfen. Und um da mal so ein bisschen roten Faden reinzubringen, wollte ich heute erzählen, was mir am meisten hilft. Am meisten hilft mir tatsächlich, wenn ich mich flach auf den Bauch lege. Jetzt magst du vielleicht gleich sagen, oh nein, auf den Bauch und das kann ich nicht und mag ich nicht. Wenn du dich auf meinem Kanal umschaust und ein Video dazu habe ich hier gleich hier, das heißt in Bauchlage oder es sind zwei Videos und man liegt halt wirklich auf dem Bauch, ja, macht Bewegungen mit den Augen und mit dem Kopf und die helfen dann eigentlich viel, um die Halswirbelsäule zu entspannen. Aber was mir persönlich am allermeisten geholfen hat, ist, mich flach auf den Bauch zu legen. Und für die meisten Menschen mag das vielleicht so sein wie, oh Gott, auf den Bauch legen, aber man kann sich abpolstern. Ja, du kannst die Hände oder du kannst die Stirn auf den Händen ablegen, du kannst dir Kissen hinlegen, du kannst dir ein gefaltetes Handtuch hinlegen. Und du kannst auch, für manche Frauen ist es vielleicht ein bisschen unangenehm, wenn du größere Brüste hast oder allgemein mit Brüsten. Ich kann dazu nichts sagen, ich habe keine, aber dich flach auf den Bauch zu legen, hilft extrem viel vor den unteren Rücken. Bei mir, vielleicht bei dir auch. Warum? Warum das hilft? Bei mir ist es so, je enger hier vorne, je kleiner der Winkel ist, hier vorne in meinen Leisten, na, wenn das hier so eng ist, durch viel Sitzen, dann fängt das an, hier hinten weh zu tun. Und zwar richtig. Und das kannst du vielleicht mal, wenn du das selber machst, hier einmal kurz machen, hier vorne. Merkst du richtig, da hinten, das geht ja alles mit. Und das Ding ist, hier vorne die Hüftbeuger, ja, die hängen halt ganz, ganz extrem mit dem unteren Rücken zusammen. Also, je mehr ich für mich diesen Winkel in meiner Leiste öffne, desto entspannter ist mein unterer Rücken. Und wenn ich nach Hause komme und nicht viel Zeit habe und drüber nachdenke, was machst du jetzt, um dich zu entspannen, für deine kurze Pause, für meine kurze Pause, dann lege ich mich flach auf den Bauch. Eine andere Übung, die da auch richtig, richtig toll hilft, da habe ich auch schon ein Video zu gemacht, kommt auch oben in die Infobox jetzt. Die Übung, die hilft, ja, die Leiste zu längen auch. Ja. Die verlängert sich da. So fühlt es sich an. Und schau einfach mal ins Video rein, wenn du es noch nicht getan hast. Ansonsten, wenn du sie schon kennst, super, probier sie nochmal aus. Man kann immer neue Sachen entdecken. Ja, so kenne ich das für mich. Man entdeckt immer neue tolle Sachen. Ja. Neben den Übungen auf dem Bauch habe ich auch festgestellt, es gibt auf der Seite Sachen, die richtig gut helfen, vor allem dann unten im Iliosakralgelenk. Das ist quasi dieses Gelenk, was sich manchmal verkantet und zwischen deinen beiden Hüftseiten sitzt, zwischen den Becken. Nicht Hüfte, Becken, zwischen den beiden Becken. Unten so ein bisschen da, wo dein Steißbein ist. Ja. Das ist so mein persönliches Problem und da kommt ganz, ganz viel Kraftübertragung her aus diesem Iliosakralgelenk. Ein Ding, was ich gemerkt habe, na, das war dann eine Kombination aus den Winkel größer machen, zwischen, also den Winkel in der Leiste größer machen wieder und öffnen und hinten Gutes für das Iliosakralgelenk tun, ist mein Fahrrad. Ich bin mit dem Fahrrad meiner Frau gefahren und das ist halt ein Damenrad. Ja? Es ist kein Hollandrad, aber man sitzt so ein bisschen da drauf. Und ich habe halt immer diese sportlichen Fahrräder gehabt und auch gute Marken, ja, weil ich viel mit dem Fahrrad fahre. Aber ich hatte immer tierische Rückenschmerzen von dem Fahrradfahren. Und seit ich mit dem Fahrrad von meiner Frau fahre, weil die momentan nicht viel fährt, geht es meinem Rücken super. Ich werde mein altes Fahrrad jetzt austauschen. Ich gucke mal, wie ich das verkaufen kann und dann hole ich mir ein neues. Wahrscheinlich genau das gleiche Modell wie das von meiner Frau. Also für alle Männer da draußen, probiert es doch einfach mal aus. Ich habe mich neulich mal mit einem Bekannten unterhalten und der meinte auch, ja, das fühlt sich ja richtig toll an. Ja, aber warum macht man dann nicht den logischen Schluss und wechselt? Ja, also das ist jetzt mein Schluss. Ich gehe jetzt weg von dem Herrenrad und hin zum Damenrad.
Das ist einfach viel besser als für den Rücken. So, das ist jetzt keine YouTube-Übung, die ich habe, aber es ist einfach was, was mir dazu einfällt. Dann eine Übung, genau, das auf der Seite, das habe ich gerade schon gesagt, das habe ich dir da oben hin. Dann, ich habe noch eine Übung gezeigt, oder zwei, drei Übungen waren das, glaube ich, in einem Video zu eine kurze Morgenroutine. Da öffne ich die Hüften auch, da zeige ich einen Hüftöffner, den ich jeden Morgen mache. Und ja, mache ich auch immer noch. Also werde ich auch weiterhin tun, weil er sich einfach toll anfühlt und richtig schön morgens auch die Hüfte öffnet. Ja. Eine meiner absoluten Lieblingsübungen. Und ich hoffe, in diesem Video war jetzt irgendwo ein roter Faden drin. Ich habe jetzt ganz oben, also ich habe jetzt oben ganz, ganz viele Videos immer wieder angesprochen von mir. Und das ist es für heute auch. Heute gibt es diese Videos, weil ich springe zwar in meinem Kopf immer in den Themen so ein bisschen, das ist mein Ding. Ich versuche das ein bisschen zu strukturieren. Ich hoffe, das habe ich jetzt auch. Ich habe jetzt ein paar Videos erwähnt. Guck sie dir an. Ja? Das ist das, was ich mache. Und es hat mir für meinen unteren Rücken wirklich, wirklich viel geholfen. Und wenn ich mal Probleme habe, dann mache ich eine von diesen Übungen. Ja? In verschiedenen Ausführungen. Ja? Du musst das nicht alles so machen, wie es dann bei mir im Video drin ist, sondern du kannst es für dich anpassen. Aber das sind alles Ideen, die helfen können. Und das ist alles was, was mir so nicht gesagt wurde. Ja? Es gibt dann irgendwie so ein, was habe ich gesagt, komm vom Physio, Bauchmuskeln trainieren. Das war zu einer Zeit, wo ich Handball gespielt habe. Das war zu einer Zeit, wo ich im Fitnessstudio war. Ich habe fast nichts anderes gemacht, als meine Bauchmuskeln zu trainieren. Ja? Danach war ich bei der Osteopathin, die hat komplett das Gegenteil gemacht. Die hat es da alles gelockert im Bauch. Und plötzlich hat sich das so toll angefühlt. Also auf dem Bauch liegen, ich fasse nochmal zusammen. Auf dem Bauch liegen, Hüfte öffnen. Ja, auf dem Bauch liegen, du kannst es abpolstern. Bei Hüfte öffnen, das Bauchliegen macht das. Dann, ich habe noch ein paar Ideen in Videos, guck oben. Nicht diesen klassischen Stretch, sondern dynamisch hat bei mir geholfen. Ja, diese Dehnungsdinger da, keine Ahnung, kennst du vielleicht früher noch vom Sportverein oder nach dem Laufen. Das hat mir nie geholfen, ja, sondern einfach intelligent für den Kopf, dem Nervensystem sagen, öffne dich, lass los. Ja. Und das mit dem Fahrradfahren, absolut in letzter Zeit eine der tollsten Sachen, die ich für mich entdeckt habe. Gut, das war jetzt viel Gelaber heute. Ich will mich entschuldigen, falls das gar nichts für dich war. Aber Schmerzen im unteren Rücken, wie werde ich persönlich die los? Warum schmerzt mein unterer Rücken? Weil meine Leiste eng ist. Was mache ich? Ich öffne meine Leiste. Ja, die Videos oben, ich verlinke sie unten auch nochmal. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Ja? Bis dann. Ciao.